Hallo liebe Gartenfreunde! Im letzten Video habe ich schon erzählt, dass wir aus den Rhabarberblättern etwas machen werden. Und zwar, die Rhabarberblätter kannst du wunderbar verwerten. Und was wir daraus machen, das erzähle ich dir später im Video. Dranbleiben lohnt sich. Wir werden in unserem Gewächshaus mehr Fläche für unsere Jungpflänzchen schaffen, eine kleine Anzugstation bauen. Dann werden wir zusammen mulchen, noch mehr Ranghilfen bauen. Und was es schon zum Ernten hier im Garten gibt, siehst du auch in diesem Video. Die Erdbeeren machen sich wirklich gut und hier musst du jetzt nachschauen, ob deine Pflänzchen nicht auch ein paar kranke Blätter mit Flecken haben und diese dann wegschneiden, damit die Krankheiten sich nicht ausbreiten. Dann ist es jetzt an der Zeit, die Erdbeerpflänzchen zu mulchen. Diese mögen es gerne im Stroh zu liegen. Es heißt ja auch nicht umsonst Strawberry. Und im letzten Video hast du bestimmt gesehen, was für einen Haufen Mulch wir durch das Rasenmähen gewonnen haben. Wir hatten nämlich länger keinen Strom hier im Garten und der Rasen durfte wachsen. Und ja, dementsprechend viel an Mulchmaterial haben wir jetzt da. Schau mal, was für eine Hitze hier entsteht, wenn man es ein paar Tage liegen lässt. Ist aber genau das Richtige, denn die Samen, die drin noch enthalten sind, verrotten dadurch und dann kannst du den Rasenschnitt beruhigt auf deine Beete ausbringen. Ja, einmal wenden ist auch nicht verkehrt. Richtig kalt, aber hier im Gewächshaus ist es schön warm und deshalb werden demnächst hier noch viele anderen von mir vorgezogenen Pflanzen vorerst einziehen, bevor die in die Beete können. Deshalb haben wir jetzt diese Anzugstation hier verlängert, damit wir noch ein bisschen mehr Platz haben. Und falls dir das Video bis jetzt gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Gerade hat es noch geregnet, jetzt kommt langsam wieder die Sonne raus. Deshalb werde ich diesen Mulch noch auf die Beete verteilen. Der ist schon ein bisschen verrottet und so sind die ganzen Samen hoffentlich gekocht. Und ja, das machen wir jetzt. Schaut euch mal diese Blätter an. Und was wir aus diesen Blättern machen, dazu später im Video.
So, das gleiche haben wir jetzt auch hier auf dieser Seite gemacht, denn schon sehr bald wird es sehr, sehr warm werden. Diese Woche haben wir noch Bodenfrost, aber für nächste Woche ist schon viel, viel besseres Wetter angesagt. Nachts 9, 10 Grad, im Gewächshaus wahrscheinlich noch wärmer. Deshalb werden hier schon all die wärmeliebenden Pflanzen einziehen. Und ja, so haben wir diesen Platz richtig gut ausgenutzt und freuen uns sehr, dass es hier bald richtig losgeht im Garten. Und dieses Zeug hier, der breitet sich dermaßen aus, aber zum Glück haben wir Kaninchen, also haben wir Abnehmer dafür. Diese freuen sich sehr über das frische Grün. Was meint ihr, ist die schon reif? Ich probiere es jetzt einfach. Schmecken tut sie. Sehr lecker. Ich hoffe, es kommen bald wieder welche nach, dass sie schnell reif werden und dass wir den Baum abernten können. Übriges Abernten. Wir konnten heute schon so viel frisches Grün ernten, das zeige ich euch gleich. Wir haben ein bisschen frischen Knoblauch geerntet, ein paar Radieschen, die Sauerampfer, Salat, Mangold, das frische Grün von dem Zwiebel und für unsere Kaninchen die Vogelmiere. Ich habe noch jede Menge Brennnessel entdeckt und der kommt selbstverständlich auch in die Jauche. Wie du bestimmt schon gesehen hast, haben wir in unserem letzten Video, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, die Brennnesseljauche angesetzt. Diese muss bei Gelegenheit zwischendurch immer umgerührt werden und weil ich noch Brennnessel gefunden habe. Das kommt noch dazu. Oh, das stinkt bereits jetzt schon. Und damit es nicht stinkt und damit es in Zukunft nicht mehr so riecht, werden wir ein bisschen Urgesteinmehl darüber streuen. Und nochmal umrühren. Du fragst dich sicherlich, wieso mulcht sie jetzt diese leeren Beete. Hier werden später unsere Starkzehrer einziehen und das machen wir zum einen, um Unkraut zu unterdrücken und zum anderen, dem Boden ein bisschen Nährstoffe zu geben. Musik.
eigentlich soll er bereits schon sehr warm werden, aber ich versuche noch einmal die Radieschen anzubauen. Währenddessen ist mein Mann auch ganz fleißig und macht die Wege sauber. Hallo! Ja, das ist unsere Gartenkatze. Die ist etwas scheu, aber sie fängt hier Mäuse im Garten. So, und jetzt lüften wir das Geheimnis. Die Rhabarber ist schon erntereif und ich freue mich auf die leckere Marmelade, die wir daraus machen werden. Aber wohin mit den riesigen Blättern der Pflanze? Rhabarberblätter sind nicht essbar. Damit diese aber nicht ungenutzt bleiben, haben wir die Möglichkeit, einen organischen Dünger daraus herzustellen. Die Jauche aus Rhabarberblättern kann deinen Pflanzen Kraft und Energie verleihen. Die Blätter enthalten sehr viel Kalium, deshalb sollten sie nicht einfach achtlos auf den Kompost geworfen werden, sondern im Garten als Dünger wiederverwendet werden. Die Rhabarberjauche unterstützt nämlich deine Pflanzen im Wachstum und macht sie widerstandsfähiger. Hast du gewusst, verjauchte Rhabarberblätter sind unverdünnt ein gutes Mittel gegen Blattläuse und Lauchmotten. Auf den Boden gespült hat die Jauche außerdem eine Abwehrwirkung gegen Schnecken. So, und dann das Ganze mit Regenwasser auffüllen, Deckel zu, in der Sonne stehen lassen. In ca. 1 bis 2 Wochen ist das Ganze schon fertig. Und wir widmen uns wieder unseren Ranghilfen. Da wir leider viel zu wenig Anbaufläche haben, nutzen wir gerne verschiedene Möglichkeiten. Und hier werden Metallstäbe recycelt und möglichst tief in die Erde gedrückt. Darauf kommen die alten Wasserinstallationsrohre, die wir ebenfalls schon seit Jahren im Besitz haben und immer wieder gerne nutzen. Diese werden auf die Metallstäbe draufgesteckt und schon ist die tolle Ranghilfe für unsere Tomaten oder Bohnen oder Kürbisgewächse fertig. Ich werde hier Tomaten auspflanzen und bin schon sehr gespannt, wie sie diesen Bogen in Beschlag nehmen werden. Thank you.
war's für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du Fragen hast oder eigene Erfahrungen teilen willst, dann gerne in den Kommentaren. Denkt auch daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du auch keine Videos mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.